Ich will auch ins Bild. Ich will auch ins Bild. Da ist jetzt tote Wiese und da war dann sehr lange die Überlegung, was mache ich mit der Wiese? Seit 2 Jahren quäle ich mich mit Meropotoren herum. Wie es da ausschaut. Was will man noch mehr? Im Kuhstall. Und ihr seht, Wahnsinn. Ein Lego. Und da rüber fliegt auch mal 2 Zentimeter. Freigeil, oder? Von uns rüber. Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmerzer, alter Knack aus dem rostigen Städtchen Eilenbach im Wienerwald. Ich sitze hier an meinem selbst persönlich geklauten YouTube-Videotisch im Saal Klassik des Eitler Kindergarten, das bereits als Museum mit Flipperautomaten und Lego-Sets oder Retro-Videospielen in Eilenbach geöffnet hat. Ja, und ich hab euch was mitgebracht! Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ich hoffe, es plastikbackifiziert. Ist ein Türschließer. Habe ich gekauft für die Eingangstür des Eitle Kindergram. 2 Stück habe ich gekauft. Und das Tolle ist, dass die Schrauben in diesem Paket weicher sind als das Holz der Tür. Und wenn du es dann falsch draufschraubst und das wieder runternehmen müsstest, keine Chance. Nö. Ich habe euch noch was mitgebracht von der Firma Lego. Haltet euch fest. Es ist original verpackt. Es ist Speed Champions. Es ist Ford. GT und GT40. Ja, wunderbar. Die Lego 75881 aus dem Jahr 2017. 2016 Ford GT und 1966 Ford GT40. Wir sind in der Lego YouTube Video Nummer 477. Der englische Name ist genau dasselbe. Das werde ich jetzt nicht auf Englisch sagen, weil das ist eh nur peinlich. Das Set besteht aus 352 wunderbaren Lego Elementen. Zuzüglich Extra-Teilen. Ich konzentriere mich jetzt schon, gell? Ihr merkt es. Und beinhaltet 3 Minifiguren. Ist das nicht prima? Ich bin voll und über begeistert. Die Kindergarten-Inventarnummer fehlt uns noch. Das ist perfekt aufgegangen jetzt. Wenn das drüben auch so perfekt geht. Die Kindergraben-Inventarnummer ist die LB17122. Ja, da kann ja nichts mehr schief gehen. Wir machen heute wieder ein Aufbauvideo. Ein etwas längeres wahrscheinlich, weil es 2 Autos sind, aber keine großen. Und freuen uns darüber, was für ein wunderbarer, schöner Tag das wird. Das ist ja perfektionistisch. Na, interessant, dass es da jetzt, haben sie es mehr geklebt. Ist aber auch ganz gut gegangen. Das nochmal um. Und ihr haltet euch fest. Ich werde es in Bauschritten bauen. Wow, so viel Dreck. Na, die Schachtel habe ich ja perfekt zerkleinert, oder? Kann sich ja keiner beschweren. Bauschritt 1, Bauschritt 2. Aufkleber. 2 Anleitungen für die. Da machen sie den Liebherr mit so einer Anleitung. Und dann machen sie so ein Mikrosystem. Ja, egal. Man könnte es auch in 2 Videos machen. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute in diesem Slow Build, wie das so schön heißt. Nicht Speed Build, sondern Slow Build. Wir sprechen heute über den Kindergarten. Ja, ihr wisst ja, darüber habe ich das letzte Mal gesprochen, wie das mit dem Grillenhof so entstanden ist. Warum es den jetzt hier gibt und warum der in Familienbesitz ist. Und rund um das ehemalige Wirtschaftsgebäude, in dem sich das Museum befindet, ist ein doch beträchtlich angemessen großer Garten. Was nicht ganz stimmt, der Garten ist deshalb so groß, weil wir einfach einen Acker zum Garten gemacht haben. Darf man das so sagen? Schon, ja. Wir haben ein Feld umfunktioniert, um daraus einen Garten zu machen. Was nicht ganz stimmt, eigentlich war es zuerst ein Feld, also ich rede jetzt mal von meinem Grundstück, linker Hand meinerseits. Es war ein Feld, war das ein Feld in meiner Kindheit? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, es war mal ein Feld. Und dann war es Wiese und Saustall und der Vater hat das so
Eisenhaufen drauf gehabt. Er hat viel Eisen gesammelt und das war dazu. Und bereits vor vielen, vielen, vielen Jahren habe ich dort einmal ein bisschen aufgeräumt. Dann habe ich meine Autobusse hingestellt, bis sie die Nachbarn alle aufgeregt haben. Und es das Bedürfnis gab, einen Busparkplatz zu bauen. Das ist der Kollege. Hübsch, oder? Hat nur ein Gesicht. Und dann habe ich in späterer Folge, wie ich dann das Haus übernommen habe, immer mehr von diesen Eisen, teilweise das wirklich Schlechte, entsorgt. Und das Bessere habe ich jetzt ein Stockwerk unter uns, also unter dem Kindergarten eigentlich, im Erdgeschoss, im sogenannten Öllager. Das heißt so, weil da die Autobusöle waren für Motor und Getriebe. Ein paar Öle sind noch dort, aber minimal. Ein paar Liter noch mehr. Ich habe ja noch ein Auto. Und Traktoren natürlich. Der Kopf. Der hat auch nur ein Gesicht. Habe ich da eingelagert. Ja, das ist ganz prima. Weil da hast du es jetzt, wenn du es brauchst. Da komme ich dann später wieder drauf zurück. Jedenfalls habe ich da aufgeräumt, viel entsorgt. Das war immer schwierig, für den Vater war es schwierig. Ein paar Sachen haben wir verkauft, ein paar andere Sachen haben wir gekauft, haben es woanders hingestellt, Riesentheater. Unterm Strich ist es so, dass jetzt diese Wiese linke Hand ziemlich frei ist. Da waren dann eine Zeit lang, und zwar ganz kurz, nur ein paar Jahre, manchmal die Pferde meiner Frau auf der sogenannten Tageweide, wie sie noch viele viele Pferde hatte. Das ist der Mann. Hier, wunderbar. Den drehen wir ein bisschen, dass ihr es besser seht. Den drehen wir auch ein bisschen. So, ja, wunderbar. Und da ist jetzt tote Wiese und da war dann sehr lange die Überlegung, was mache ich mit der Wiese? Seit 2 Jahren quäle ich mich mit Meropotoren herum, mit in der Hoffnung, dass die dort das mähen. Und muss zugeben, voriges Jahr haben sie da eine Zeit lang ganz gut gemäht, also einer konkret voriges Jahr. Heuer, da kommen eigene Videos auf einen eigenen YouTube-Kanal. Das ist ein Horror, aber macht ja nichts. Sprechen wir über die schönen Dinge im Leben. Und da war die Überlegung, was mache ich damit? Und ich habe schon vor langer, langer Zeit gerne Minigolf gespielt. Und deshalb habe ich mir einmal eine Minigolfanlage gekauft. Ja, wirklich. Aus Innsbruck ist die gekommen mit einer Last, mit 2x Sattelschlepper. Puh, ja, jedenfalls liegt die seit geschätzten 15 Jahren, wahrscheinlich sind es erst 10 in Wirklichkeit, unten am Busparkplatz und wartet sehnsüchtig darauf, dass sie irgendwo aufgebaut wird. Einen Teil davon habe ich in diesem Flipperlager aufgebaut, den ehemaligen Hühnerstall, über den ich schon mal mit euch gesprochen habe. Da gibt es beim alten Knacker Schmatz auf YouTube übrigens ein Video, das heißt Minigolf in Nalenkbach. Da spiele ich die mit meinen Kindern. Also wenn ihr die sehen wollt. Und jetzt war eben die Überlegung, was macht man mit der Wiese? Und nachdem das Kindergram ja im Schlechtwettermodus sehr gut funktioniert, im Schönwettermodus haben wir noch Ressourcen frei, sagen wir so. Ja, also wir haben so circa 30 Besucher an einem Schönwettertag im Moment. Das ist gut, das trägt sich. Wenn man die Arbeitszeit nicht rechnet, ist es kein Minus. Aber natürlich, wenn es 50 wären, am Schönwettertag, war es nicht schlecht. Und da ist natürlich die Überlegung gekommen, bauen wir doch diese Minigolfanlage auf. Jetzt ist es aber so, dass die Minigolfanlage voraussetzt, dass man die Wiese pflegt. Und wenn du jetzt die Minigolfbahn aufbaust, dann wächst das Gras an der Minigolfbahn so heraus. Macht ganz schiere Sachen. Und der Mähroboter mäht ja nicht bis an den Rand. Wenn der wogegen fährt, der hat ja Sicherheitsabstand so 5 bis 10 cm, 10, eher 10 cm bis zum Messer, wird das nicht.
Und deshalb habe ich mir gedacht, haltet euch fest, ich mache diese Miniaturgolfbahnen, das sind ja die Eternitbahnen, die ich da habe, mache ich nicht auf dem Boden, sondern in der Luft. Und jetzt habe ich konstruiert und nachgedacht und ausprobiert und habe zwei Testaufbauten gemacht. Also zuerst einmal eine Testaufbaut gemacht, die ist dann um Spurz niedrig geworden und der Meerroboter ist immer drunter gesteckt und hat sich den Stoppknopf abgerissen. Die habe ich jetzt korrigiert, habe sie ein bisschen erhöht. Und die zweite Testaufbau, die hat gleich auf Anhieb funktioniert. Und die Befürchtung, dass man nicht Golf spielen könnte, weil eben die Bahn nicht am Boden liegt, sondern 40, 50 cm in der Luft ist, die ist nicht eingetreten. Man kann das mit einem kürzeren Schläger, konkret mit einem Kinderschläger, ganz problemlos bespielen. Das ist total super. Kann ich nur sehr empfehlen. Macht echt Spaß. Und da habe ich jetzt zwei Bahnen noch nicht endgültig aufgestellt, sind nicht kraftschlüssig mit dem Boden verbunden, die stehen eigentlich nur so in einer Furche dort, dass sie nicht davor rutschen. Ganz eine tolle Sache. Kann man sich überhaupt nicht beschweren. Jetzt fährt der Traktor durch. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Er fährt auf jeden Fall durch. Und das möchte ich jetzt machen. Das möchte ich im großen Stil machen. Und ich möchte mich dann auf lange Sicht nicht mit 18 Bahnen begrenzen, sondern eigene Hindernisse, ein bisschen absurdere Bahnen auch machen, ganz andere Arten von Bahnen machen, vielleicht eine Betonbahn dazwischen und eine Holzbahn, so dass ganz verschiedene Sachen zusammenkommen. Das ist das, was ich mir wünsche. Wieso ist denn der so lang? Das ist wie der richtige Lost Wong und Kaut, du. Naja. Und das ist so das Projekt, dass ich, wenn es mir gerade so gut geht, dass ich was tun kann, verfolge. Das ist also nicht unterbrochen, aber diese zwei Bahnen stehen mal soweit. Die Meerroboter haben die mehr oder weniger inzwischen akzeptiert. Und das wird. Gestern haben wir ein bisschen Gemüse gejätet. Wir haben da so einen ehemaligen Obstgarten, den ich dezent immer mehr verkleinere, wenn ich das so sagen darf. Denn, muss nicht sein. Ja, wir ernten das Obst nicht und dann liegt es am Boden und stinkt und die Meerroboter fahren immer in die Äpfel und dann scherrt es und ja, sehr spannend jedenfalls. Und da arbeite ich gerade dran. Und da ist jetzt die konkrete Frage, ich werde das Midi-Golf nennen, weil es ja nicht großes Golf ist, nicht kleines Golf, sondern irgendwo was anderes. Würde euch das interessieren? Würdet ihr eine Midi-Golfbahn spielen wollen? Man, im Testbetrieb wird es das nächstes Jahr auf jeden Fall geben. Regulärbetrieb sicher nicht, aber schauen wir mal. Kann ja alles noch werden. Kann ja alles noch werden. So, da haben wir die Radkästen. Sehr interessant. Also das ist wirklich ein interessantes Fahrzeug. Diese Wups da drinnen. Sehr kreativ. Ich hoffe, ihr hört jetzt diese Störung nicht zu laut, denn da mäht gerade ein Nachbar die Wiese offensichtlich. Es ist nämlich heute der 15. August, an dem ich aufzeichne, ein Feiertag. Da ist es naheliegend, dass jemand Wiese mäht. So ist das in Neulenkbach. Ja, beim Landwirt darf man nichts sagen. Ich meine, andererseits, es ist ja weit und breit kein schlechtes Wetter in Sicht. Also, gut. Ja, und dazu sollen noch andere Dinge kommen. Ich denke da an Kugelbahnen zum Beispiel, auch im größeren Stil. Ich habe nämlich eine Menge Eisen und habe mir gedacht, da könnte man so richtig schnelle Kugelbahnen draus bauen, so Turbo-Kugelbahnen. Vielleicht auch eine mit Looping. Ich meine, das mit dem Looping, mit den Loopings habe ich es ja, wie ihr wisst. Das kommt auch im Kindergarten ganz gut an. Schauen wir mal, wie wir da tun. Wir werden das schon hinbekommen. Das Konzept sozusagen. Ja, mir geht ein bisschen das Wort aus, denn es ist jetzt eigentlich schon geöffnet. Das heißt, es könnte jeden Moment das Telefon läuten und mich informieren, dass Kundschaft da ist. Oder die Kundschaft kommt einfach rein, ohne zu läuten. Das kommt auch vor. Heute wird übrigens auch was geliefert für den Winterbetrieb. Im Winter machen wir Retro-Computerspiele. Wir haben bereits 5 Konsolen im Einsatz. Das ist derzeit der Mega Drive,
der Nintendo Entertainment System, die PlayStation 1, die PlayStation 2 und ein C64. Das sind die Geräte, die bereits im Einsatz sind. Heute kommt ein Neo Pac-Man Automat. Der ist zwar kein Spielhallenautomat, aber wird trotzdem Spaß machen, denke ich mir mal. Und dann habe ich noch ein Videopack von Philips da, ein 7000er glaube ich. Das wird auch demnächst aufgebaut werden. Dann schauen wir mal, was wir noch an Fernsehern haben, die funktionieren. So machen wir das. Wir werden das schon alles hinkriegen. Da freue ich mich. Ganz, ganz prima. Oh, wir bauen wieder mal was getrennt. Sehr schön. Ja. So funktioniert das im Kindergarten. Sollen wir mal einen Speedbuild machen? Ich meine, das ist jetzt einmal geplant, das letzte Set, das ich auf Video baue. Die größeren werde ich dann eher im Wohnzimmer gemütlich bauen. Wobei heute ist es hier eh auch gemütlich. Es ist jetzt weder heiß noch kalt. Das ist sehr angenehm. Könnte mich jetzt nicht beschweren. Wir brauchen ein Thema fürs zweite Auto. Worüber unterhalten wir uns? Das ist eine Idee. Lass mal hören, was ihr euch zu hören wünscht. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ich habe ja im Kuhstall schon mal diese Computergeschichten begonnen. Das Netzwerk habe ich dann begonnen zu installieren, habe es aber nie fertig gemacht, weil die Zeit irgendwie ausgegangen ist. Und ich bilde mir dann immer ein, es muss ja alles so perfekt sein. Und ich brauche jetzt noch ein Datensicherungskonzept, da natürlich sehr naheliegend ist, dass wenn da Gäste kommen und herumschrauben auf Windows-Rechnern, ich da öfter angehalten werden sein muss, neu zu installieren. Also das gehe ich mal schwer davon aus. Da wäre es natürlich gut, wenn man ein Image hätte, dass man rückspielen kann. Auf neuen Systemen ist das ja relativ unproblematisch. Aber auf diesen alten Gurken mit Windows 3.1 und 286ern könnte das dann doch zur Herausforderung werden. Wobei ich schon zugeben muss, ich habe schon einige Lizenzen von Norton Coast und so Sachen. Mit denen könnte das durchaus funktionieren. Wir werden das in Ruhe beobachten. So. Hinterteil. Meistens ist es eh so, dass am Feiertag keine Leute kommen. Also mit ein bisschen Glück, also in der Früh, mit ein bisschen Glück kriege ich das noch durch, dass dieses Set sogar fertig wird. Und wenn nicht, dann haben wir wieder ein paar Schnitte. Schnitte sind ja auch nett. Brotaufschnitte, Wurstaufschnitte. Da kann man ganz tolle Sachen machen. Ja, die Frage vielleicht an euch. Welche Spiele habt ihr denn in eurer Kindheit so gespielt, die man jetzt vielleicht als Retro bezeichnen könnte? Videospiele. War da was Spezielles dabei? Habt ihr irgendwelche speziellen Konsolen gehabt oder so? Dann könnte ich die vielleicht auch anschaffen. Ich habe ja keine Hemmungen beim Geld ausgeben. Da tue ich mir relativ leicht. Meine Frau hat es da schwieriger, die hat immer so. Meine Frau hat die Vernunft. Mit Vernunft kann man kein Geld ausgeben. Das ist der falsche Ansatz. Das Problem der Vernunft habe ich nicht. Ich kann das Geld ausgeben. Ohne Hemmungen. Ohne irgendwelchen Schwierigkeiten. Machen wir vielleicht einen Themenwechsel. Da gibt es doch viele Video-Creator, Content-Creator, wie man so schön sagt, die filmen mit Raid. Die zeichnen, wenn sie aufzeichnen, auch auf eine zweite Speicherkarte parallel auf, mit dem Argument, dass wenn eine kaputt geht, sie das noch haben. Jetzt möchte ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele kaputte Sachen gehabt. Ja? Also SSDs, Festplatten und so weiter. Aber eine dezidiert Speicherkarte für meine Videoaufnahmen,
Also ich habe da in diesen XF300 Kameras, mit denen ich hier filme, habe ich die SanDisk Extreme Compact Flash Karten. Keine kaputte gehabt. Das Hauptproblem ist, dass beinahe die Löcher ein bisschen ausgewurzt sind und die Gefahr besteht, wenn man sie in den Kartenleser drückt, dass sie herumfliegen und nicht gescheit reingehen und irgendwas verbiegen. Aber dass wirklich die Daten verloren wären, habe ich noch nie gehabt. Das habe ich hier auf den billigen SD-Karten, die ich in den Vlog-Kameras verwende. Und da ist aber nicht die Karte schuld, sondern die Vlog-Kamera. Wo ich Schwierigkeiten hatte, war bei den GoPros. Ich hatte mehrere GoPros, die bei den Videoaufnahmen Probleme gemacht haben und unzuverlässig waren. Und deshalb habe ich mehrere dieser GoPros retourniert. Ich glaube aber nicht, dass es an den Karten gelegen hat, denn die Karten haben in anderen Kameras problemlos funktioniert. Also da hatte ich schon Schwierigkeiten. Und jetzt habe ich mit den GoPros keine Schwierigkeiten mehr, weil ich sie nie verwende. Was soll ich mit einer GoPro filmen? Gibt ja bei mir nichts Aufregendes, Actionmäßiges zu filmen, oder? Das Langlaufen habe ich vor einigen Monaten mal gefilmt, aber auf das hätte man auch verzichten können. Ja, ich weiß, ich bin... da haben wir aber einen Produktionsfehler. Schaut euch mal dieses Teil an. Oder ist das der Angriffspunkt? Ist aber schon extrem auffällig, oder? Warum gießt man die von hier und nicht von der schmalen Seite? Sehr eigen, sehr eigen. Wir sind bereits bei den Achsen. In unglaublicher Geschwindigkeit wird dieser Ford GT aufgebaut. Ich bin begeistert. Schaut, ich stecke da schon die Achse rein. So. Da habe ich wohl wieder mal was nicht eingebaut. Dieses Teil habe ich nicht eingebaut. Wo hätte ich denn das hinbauen sollen? Peinlich, peinlich. Und dieses Teil habe ich auch nicht eingebaut. Wobei, ich glaube, vorne kommt noch was. Vielleicht ist es gar nicht so falsch wie befürchtet. Wir haben ja noch eine Seite in der Anleitung oder zwei. Schauen wir mal. Aha, da haben wir mal die hellgrauen Pimpfel. So. Und jetzt kommt dieses Element. Na, sehr schön, ich habe nichts verbockt. Bin stolz auf mich. Jetzt habe ich es verbockt. So machen wir das. Ja, das Kindergarten. Ich muss jetzt ehrlich sagen, es beschäftigt mich im Moment schon sehr mit diesen Winterspielen, die ich da plane. Das wird so eine richtige Herausforderung. Das wird so richtig, 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 richtig schwierig und richtig, richtig spannend, was die Kundschaft sagt, wenn sie dann kommt und es so kalt ist. So, ich denke, die zwei fehlen mir noch. Die habe ich vergessen. Die gehören da oben rein. Brauche ich mich wetten? Ich werde mich auf Fehlersuche. Nein, da hinten gehören sie rein. Die sind da bei der Sitzbank. Sehr schön. Dann können wir den kleinen Kram schon mal einladen. Keine Ersatzfelgen, ich bin entsetzt. Und dann sehen wir schon dieses wunderschöne Auto. Wir müssen das jetzt so. Pass auf, den. Achso, wir haben E3. Da werde ich die Maxeln da drauf stellen. Da kommt ja eh noch eines. So, und das Auto zeige ich euch so und die Maxeln am Schluss. Das ist das Auto. Doch wunderbar, oder? Kann man doch überhaupt nicht motzen. Man kann motzen, wenn man das hochklappt, obwohl es nach schräg gehört. So. Ich schaue mir das nochmal an. So gehört es ja. Schönes Auto. Oh.
Oh, jetzt kommt die Müdigkeit. Lang war ich nicht wach. Das kann man wohl sagen. Machen wir das zweite auch noch? Wir machen das. Ohne Hemmungen. Nummer 2. Das kriegen wir hin. Dann machen wir ein wunderschönes zweites Lego-Autochen. Das freut mich. Schaut euch das an. Ich habe gerade ein Problem mit Excel. Da könnte man noch drüber reden. Ich habe da so eine relativ große Excel-Datenbank, die einerseits die Lego-Liste hat, also die komplette Dokumentation des Heitlen Kindergarten, und andererseits gleichzeitig auch die ganzen YouTube-Videos drinnen dokumentiert hat, inklusive Verknüpfung auf das richtige Lego-Set und so weiter und so fort. Die ist schon ziemlich dick geworden, diese Excel-Datenbank. Das ist, wenn ich die speichere oder das eingebe in manchen Tabellen, da ist merkbare Verzögerung. Nervig ist das. Vermutlich habe ich auch die Formel nicht optimal gemacht. Ich verwende den alten S-Verweis, denn den kenne ich schon. Und da gibt es halt einige Herausforderungen. Jetzt ist es so, dass ich hier kurzfristig beschlossen habe, ja, diese Aufbauvideos jetzt zu machen. Weil die Zeit für die großen Techniksets einfach nicht da ist. Und da ist jetzt die Sache die, dass mir meine Excel-Datenbank sagt, dass das Lego-Set vom letzten Mal ein Liebherr-Bagger ist. Ich habe aber keine Ahnung, warum es mir das sagt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum es mir das sagt. Denn alle Formeln sind so, wie ich denke, dass sie richtig sind. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise kopierst du die Formel ja im selben Schema einfach nach unten. Und trotzdem gibt er mir da immer wieder einen Liebherr-Bug aus. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich meine, wenn das jetzt bei einer einzelnen Formel ist, ist das wurscht. Aber es ist ein bisschen beunruhigend. Wer weiß, was sonst noch alles nicht stimmt. Und ehrlich gesagt, habe ich so ein bisschen Sorge, ob die Gesamtanzahl der Lego-Elemente, die ich im Kindergarten habe, stimmt. Denn ich habe in den letzten Tagen die Sammlung massiv vergrößert. Und diese Anzahl wird nicht so schnell größer, wie ich das erwarten würde. Da stellt sich jetzt die Frage, liegt das daran, dass ich einfach höhere Erwartungshaltung habe, als die Tatsache ist? Oder liegt es daran, dass ich einfach einen Fehler in meiner Berechnung habe? Das ist die große Thematik, die ich gerade verfolge. Jedenfalls ist es beunruhigend. Man sollte das vielleicht jemandem geben, der sich damit besser auskennt, dass der das ausrechnet. Vielleicht habe ich auch einfach irgendwelche Zahlen irgendwo falsch, die dann das Gesamtergebnis verfälschen. Das kann ja auch sein. Wenn du eine Summenfunktion hast und hast irgendwo ein Minus 2 ergeben oder irgendwas, was er nicht richtig interpretiert, kann es ja natürlich sein, dass hier alles verfälscht wird. Das wäre natürlich ausgesprochen doof. Ach, ihr wollt was zu diesem Aufbau hören? Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich hätte ja auch über das Set sprechen können. Das ist so ein mittelgroßes Speed Champions Set. Ich finde es eigentlich sehr nett zu bauen. Ich finde es teilweise recht interessant, wie diese Richtungswechsel entstehen. Es ist halt eine Serie, wenn du alle von denen baust, wird es vielleicht, da hätte ich Vierer drauf gehabt, wird es vielleicht auf Dauer ein bisschen fad. Da ist er. Das spiegelt dann im Licht so, dass ich glaube, es ist weiß. Ja. Wenn man das ununterbrochen baut, und ich mache das ja in den letzten 4 Wochen sehr intensiv, die Speed Champions hier, es wird dann schon ein bisschen einödig. Ein bisschen ödlich. Aber andererseits auch kein Problem. So schlimm ist es auch wieder nicht. Oh, wir bauen das da drauf, Schatz. Stimmt das so? Ich schaue jetzt extra, ob ich es richtig gedreht habe. Denn
da habe ich schon ganz schlimme Dinge falsch gebaut. Beim Nicht-Aufpassen. Das wäre auch interessant, wenn da jetzt jemand zusieht und dann drunter schreibt, hallo, Wurschtl, du hast da dies und jenes falsch gemacht. Das wäre jetzt peinlich, oder? Vielleicht ist es dann gar nicht so gescheit, wenn man das im Stream macht oder auf YouTube stellt. Wenn dann alle sagen, ja, Moment mal, Herr Schmatz, Sie haben hier das Element XY in die Öffnung CC gegeben, anstatt das CC-Element in die XY-Öffnung. Das wäre ganz, 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 ganz schlecht. Ja, so ist es. Da wird wohl hinten wieder was eingehängt werden. Das ist gut. Diese bewegten Dinge sind immer besonders interessant. Ja, ja. Die Pins. Der Garten. Ja, der Garten ist... Also ich habe ihn jetzt mal geistig in drei Abschnitte geteilt und jeden Abschnitt habe ich einen Mähroboter zugewiesen. Das heißt nicht, dass alle drei Abschnitte schon in Arbeit sind. Also konkret sind zwei Abschnitte gerade schon von den Mährobotern bewirtschaftet und es funktioniert nicht so toll. Wir haben ja hier eine Hanglage. Eine Hanglage ist ganz schlecht für den Mähroboter, denn wenn es feucht wird, fährt er unten an die Abgrenzung, schiebt zurück und das tut er leider nicht. Würde er gerade zurückschieben, hätten wir relativ wenig Probleme, aber er schiebt nicht gerade zurück, sondern er dreht sich. Er macht eine Drehbewegung, das heißt, er lässt ein Rad nach vorne und eins nach hinten fahren. Was den Effekt hat, dass er sich in den feuchten Erdschichten voll erfolgreich eingräbt, durch die Hanglage etwas bergab rutscht, und dann aus der Abgrenzung raus und dann steht er dort und bleibt dort stehen. Das ist das eine Thema, das wir haben. Das zweite Thema, das wir haben, wenn es sehr trocken ist, ist der Boden sehr hart und dann rutscht der Mähroboter total planlos auf diesen harten Erddingen herum, hat dummerweise vorne so absolut starre, harte Rollen, die sich schlecht drehen. Dann rutscht er hin und her, rutscht raus und bleibt dort stehen. Das ist so das aktuelle Thema, das ich mit diesen Dingen habe. Jetzt ist mein höchst strategischer Ansatz, die Geräte, die Fläche für die Geräte so weit zu erweitern, dass der Wendepunkt praktisch nicht mehr hangabwärts liegt, sondern relativ eben. Das wäre an einigen Stellen umsetzbar. Nicht an allen, aber an einigen. Was dagegen spricht, dass wir auch hier immer wieder Situationen haben, wo er nicht hangabwärts rausrutscht, sondern sogar hangaufwärts rausfährt und nicht mehr zurückkommt. Also es gibt ganz, ganz eigenartige Sachen hier. Wahrscheinlich haben wir irgendwelche bösen Geister in der Erde des Kinderkrams. Ja, und wenn ihr hierher kommt, wird der Dracula aus dem Flipper Dracula heraussteigen und wird euch höchstpersönlich fressen. Das ist das Konzept des heißen Kinderkrams. Kommt her, wir fressen euch. Komm, wir sind hungrig. Das ist ja wieder ein sehr geistreiches Video. Ich glaube, das ist fast geistreicher als das, was ich sonst so mache, oder? Da könnte man jetzt drüber diskutieren. Die könnte da wieder gespiegelt. Na bitte, kaum werde ich fertig mit meinem Lego-Set, fährt der Traktor auch schon wieder weg. Bin von und zu überhaupt begeistert. So, da haben wir noch diese Halbkurven. Also der Garten ist ein großes Thema für mich. Ich bin ja einerseits sehr motiviert, da was zu tun. Andererseits ist Gartenarbeit für mich schon ein harter Brocken. Ich konnte das nie schaufeln,
Schaufeln und Graben ist für mich Horror. Nicht, kann ich nicht in Worte fassen, wie problematisch das Schrauben und Hammern und Graben für mich ist. Ich mache alles lieber als Schaufeln und Graben. Verputzen nicht und putzen auch nicht. Na gut, ich mache nicht alles lieber, aber einiges. So, wir nähern uns dem Ende dieses Sets, sage ich mal. Interessant, dass man noch so wenig vom Fahrzeug irgendwie sieht und die Bauschritte schon ziemlich aus sind. Finde ich sehr aufregend. Da haben wir noch die Lichter. So. Zwei Fliesen. Nein, nicht zwei Fliesen, zwei Platten. Endlich kommt der Schnabel oben drauf und da ist wieder so ein Leerfach drinnen. Da haben sie da unten eine Platte nicht eingebaut. Komisch. Finde ich sehr eigenwillig. Und dann noch die schrägen Kollegen. Diese Stoßstangen finde ich auch sehr unsympathisch. Meine persönliche Meinung. Lenkrad. Hier kann der Fahrer sogar drin stehen, weil das Lenkrad so hoch ist. Auch ein gutes Konzept. Da kommt noch die Fliese. Ah, da bauen wir liegend an Slope einfach so drauf. Das ist eine nette Idee. Simpel und nett. Vier, fünf. Ja, und dann ist halt noch die Frage, eine Naturkegelbahn würde mich auch reizen. Naturkegelbahnen, das ist eigentlich gestampfter Lehm oder sowas. Und auf diesen gestampften Lehm lässt man einfach die Kugeln so dahin bretteln. Das ist etwas, was mich interessieren würde. Das ist in der Steiermark recht verbreitet, was ich gelesen habe. Mein Vater hat mir erzählt, dass es sowas ganz in der Nähe von hier gab. Und sowas müssen wir mal schauen, ob man da Fotos auftreiben kann. Dass man das ziemlich authentisch nachbaut. Das sind so Sachen, die mich wirklich reizen und interessieren. So alte Dinge wieder aufleben lassen. Ob man das spielen kann, ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Das Konzept alleine schon, oder? Klingt doch interessant, auf Lehm eine Kugel rollen zu lassen. Finde ich spannend. Nicht so Schickimicki-Bowling, sondern wirklich ziemlich simpel und gelenkt. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. So, so, doch, stimmt eh. Man soll nicht zu viel reden beim Arbeiten, wenn man hier zur Arbeit sagen kann, oder? Ja. Das Finale, nur ein paar Teile liegen am Tisch, das ist doch immer das Schönste, wenn man schon langsam fertig wird mit einem Set. Ich finde das immer sehr aufregend. Ah, gedrehte, die sind die schwierigsten, die gedrehten Kollegen. Die habe ich nämlich nicht im Lager. Wenn ich da einen kaputt mache, dann ist alles aus. Die geraden Griffeln habe ich, die gedrehten habe ich nicht. Ja, also die eigentliche Überlegung ist, ob man sich nicht einen Helfer organisiert, denn alleine ist das Kinderkram in der Dimension, in der es sich jetzt befindet, schon praktisch nicht mehr handelbar. Das ist schon mehr als Fulltime-Job. Und unter Berücksichtigung der Situation, dass ich ja hin und wieder noch was tun muss, wo ich Geld verdiene, dass ich davon leben kann, wäre es vielleicht nicht ungeschickt,
wenn man sich da Hilfe holt. Wir werden sehen. Die Situation mit den Radfelgen, es sind hier die Doppelpimpfel gefragt. Das Maxl habe ich nicht zusammengebaut. Warum sagt es denn nichts? Ich kann doch nicht das Maxl nicht zusammenbauen. War das am Anfang der Anleitung? Habe ich das jetzt ernsthaft übersehen? Bin ich gespannt. Tatsächlich, ich habe das Maxl nicht gebaut. Unglaublich. Na, dann werde ich das jetzt gleich nachholen, oder? Stolz bin ich ja schon, dass keine relevanten Teile überbleiben, außer den extra Teilen. Das habe ich dann schon. Oh, da sitzt da überhaupt nichts. Habe ich. Der ist vorne blau und hinten rot. Fällt mir jetzt erst auf. Spannend. Ein hochprofessionelles Video vom Flipperstein Schmatz wieder mal. Da kann sich ja keiner beschweren. Oder? So viel Informationen. Den mit der Brille, mit der Silberbrille, den habe ich oft, den Kopf. Der ist nichts Besonderes, sage ich jetzt mal. So, Helmchen drauf, Visier, aufs Podest. Ich baue das jetzt absichtlich falsch, damit es was zum Motzen gibt. Und dann geht es schon. So, Windschutzscheibe drauf. Damit haben wir dieses Autochen. Auch nett, oder? Ja, wir haben es geschafft, bevor Kundschaft gekommen ist. Und wir haben noch das Siegerpodestchen mit den absichtlich falsch angeordneten Menschen. Bin von und zu überhaupt entgeistert. Das schiebe ich gleich mal da vorne. Und dann schauen wir uns mal... Oh, ein Schluck aus der Kindergarten-Tasse. Ein Schluck aus der Kindergarten-Tasse. Jetzt sind schon 11 Tage alt, das Wasser. Die Hausübung. Finde heraus, wann die nächste Sonnenwende ist. Ja, das ist ja mal eine sinnvolle Hausübung. Mach das mal. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du zusiehst. Wir sehen uns am Sonntag. Am besten gleich persönlich. Bis später. Bis dann. Bis irgendwann. Hier im Eitel Kindergarten oder hier auf diesem YouTube-Kanal. Der Monat ist zu Ende. Unglaublich. Ein Lego-Kopf! Der Hut fliegt auf 2 cm. Da bin ich! Hallo! Ja! Freigeil, oder? Von und zu überhaupt!